Hallöchen, Blutchest-Zeit. Wo oh, ich habe noch gar nicht meinen Namen weggemacht. Aber ich wollte eh noch was vorweg sagen. Und zwar, ich suche gerade einen Stift. Und zwar, wie ihr seht, bin ich ja jetzt nun wieder zu Hause. Und gestern hat mir ein Abonnent ein Video gezeigt von jemandem, der eine Loot-Chest ausgepackt hat. Und das fand ich irgendwie unterste Schublade. Ich weiß nicht, warum er so angepisst war. Auf jeden Fall will ich jetzt hier nochmal so ein paar Sachen sagen dazu. Er hat es halt in der Form schlecht geredet, dass er sagt, die Preise sind alle an der Haaren herbeigezogen. Man kriegt ja alles viel billiger und das ist ja alles von Teddy und was weiß ich alles für ein Schwachsinn. Ich verlinke das Video jetzt nicht hier. Ich mache für solche Spastis nicht nur Werbung. Aber Leute, wenn euch so eine Box vom Inhalt schon nicht interessiert, warum kauft ihr euch dann das Zeug? Das verstehe ich nicht. Also, weiß ich nicht. Als Nichtraucher kauft man sich auch keine Zigaretten. Das ist irgendwie ist es Schwachsinn. Wenn man sich dafür nicht interessiert, dann braucht man so eine Abo-Box oder so eine Box sich nicht holen. Das ist, erschließt sich mir der Sinn nicht, warum man sich so eine Box holt und die dann im Internet schlecht redet. Die Preise, sicherlich sind die Preise ziemlich hochgegriffen. Und sicherlich kriegen die Jungs von Loot Chest das Zeug natürlich billiger, weil sie natürlich riesen Stückzahlen kaufen. Also so viel Verstand muss man schon haben. Und wie gesagt, ich finde das halt unterste Schublade, wie man dann das Zeug so schlecht reden kann. Ich meine, Großteil davon ist originaler Merchandise, der ist nun mal nicht besonders billig. Die Preise, die da stehen, sind natürlich sind natürlich Preise, die direkt auf den Webseiten von den Herstellern sind. Die sind natürlich eh immer ein Ticken teurer, wie sie dann im Einzelhandel zu kaufen sind. Also ich verstehe es nicht. Ist klar, dass hier kein Wert von 60 € drin ist, wenn man nur, ich glaube, 25 € bezahlt. Ist ja plus minus null. Das ist ja vollkommen logisch. Also nur mal so dazu, weil das hat mich gestern so aufgeregt, dieses dumme Gesülze darüber. Aber egal. Wir machen jetzt einfach mal wie gewohnt die Box auf. Als erstes springt uns wie immer das Lootbook entgegen. Mal wieder ein neues Design. Finde ich immer cool, dass sie sich da immer was Neues einfallen lassen. Top. So. Was haben wir hier? Sticker. Was ist das? Keine Ahnung. Noch nie gesehen. Es ist auch nicht unbedingt was für meine Kinder. Keine Ahnung, was ich damit mache. Ja, Sticker. Oh, finde ich. Ich bin ein Riesenfan von den Pop-Figuren, aber da kommen wir später zu. Ein Kugelschreiber. Ah, wartet mal. Das war ja auch mal in der Loot-Chest drin. Er passt perfekt dazu. Das ist ja geil. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, so ein Kugelschreiber, aber da der dazu perfekt passt, packen wir den gleich hier rein. Top. Finde ich cool. Oh, Simpsons. Was haben wir hier? Ich bin nicht dick, ich bin flauschig. Eine Postkarte. Sehr niedlich. Eine coole Postkarte. Simpsons. Yeah, ich bin ein riesen Simpsons-Fan. Das ist ein Bieröffner. Das trifft sich echt gut. Ich weiß schon genau, wo ich den hinpacken werde. Ich habe mir nämlich jetzt vor ein paar Tagen einen Garten zugelegt, den ich umbauen will. Da werden wahrscheinlich sogar ein, zwei Videos kommen, weil mich der Laser, den interessiert sowas, so eine Umbauten. Und da habe ich ihm versprochen, dass ich ein Video machen werde und ich werde das wahrscheinlich auch öffentlich machen. Ich meine, warum nicht? Da werde ich euch ein bisschen so den Garten zeigen. Und dann werde ich so, weiß ich nicht, vielleicht jeden Monat oder so ein Video machen, ein Update, wie der aussieht. Top ist auch richtig schwer. Das ist auf jeden Fall geil, da ich, wie gesagt, riesen Simpsons-Fan bin, freue ich mich darüber. Hier haben wir mal wieder eine Süßigkeit. Was ist das?
Atomic Fireball. Den werde ich nachher meiner Frau geben. Der riecht extrem nach Zimt. Oh, ich hasse Zimt. Das ist für mich das Widerlichste, was es gibt auf der Welt. Dann kommen wir erstmal zu der Figur Breaking Bad. Das ist Jesse Pinkman. Breaking Bad. Coole Serie, habe ich aber jetzt nicht so mega verfolgt. Nur ab und an mal. Aber macht sich immer gut im Schrank. Packen auch mal schnell aus. Ich finde die Figuren so geil. Ich habe das schon 3 oder 4. Die sind so cool gemacht von der Optik her, von der Verarbeitung her. Richtig cool. Ölfuß ist ja so ein Breaking Bad Freund, Fan. Hier, Ölfuß, ich habe eine. Nein, die kriegst du nicht. Was ist das? Ein Comic? Nee. Ah. Hier haben wir noch ein Buch. Zum Kugelschreiber gleich noch ein Notizbuch dazu. Mit so einem 3D-Cover. Ich weiß nicht, ob das jetzt über die Kamera rüberkommt. Aber richtig hochwertig gemacht. Ist ja, wenn ihr hier was rauschen hört, das ist der Zug. Ist mir nämlich ziemlich warm. Ich habe hier alle Fenster auf. Immer mit Superman-Logo. Schick. Hab zwar jetzt, das glaube ich, ist schon das dritte, was in der Lutschess drin war, das zweite. Aber ja, wird sich auf jeden Fall eine Verwendung für finden. Notizbücher kann man immer hier brauchen. Bin ich der Meinung. Das war's. Die Box ist leer. Die packen jetzt mal zur Seite und dann gucken wir uns mal das Shirt an. Was ich wie immer richtig cool finde, dass ein Shirt dabei ist. Mal wieder ein weißes. Ist ja ganz gut bei der Hitze. Obwohl ich trage jetzt gar keine T-Shirts mehr bei der Hitze. Da geht man ja kaputt. Arrow in the Knee Division. Wenn ich falsch liege, schreibt es in die Kommentare, aber ich denke mal, das ist eine Anspielung auf Skyrim. Wenn ich mich täusche, schreibt es bitte in die Kommentare, aber ich glaube, das riecht nach Skyrim, finde ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Größe, wie immer, richtig. Richtig top. Richtig top. Wie immer, das ist immer von denselben Firma gedruckt worden. Das sind top T-Shirts, super Qualität, finde ich. Also ich habe jetzt selbst das, was ich in der ersten Loot-Chest hatte, das ist ja nun mittlerweile schon, wie lange sind das her? 8 Monate, 7 Monate? Schon ziemlich oft gewaschen und immer noch top in Ordnung. Also da kann man echt nicht schauen von der Qualität her. So, Loot-Book wie immer zum Schluss. Es ist wieder ein bisschen dicker. Die haben anscheinend gehört. Haben sich ja ein paar Leute beschwert, dass es so dünn ist. Das letzte Mal gewesen. Wie immer die Preise. Okay, der Stift ist jetzt wieder hart. Also da muss ich jetzt echt schon wieder lachen. 3 Euro ein Stift. Aber okay. Wie gesagt. Ich sehe das alles nicht so eng. Hier Review von dem Survival-Spiel Ark. Was haben wir hier? Hier bei der 10%. Hier habt ihr einen Rabattcode für randyrun.de, was auch immer das sein mag. Ich habe keine Ahnung. Hier habt ihr auf jeden Fall 10% Rabattcode. Schreibt ihn euch auf. Ich brauche nicht. Das war's schon wieder. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Aber ist ja scheißegal. So, das Ganze kommt hiervon. Nochmal vielen Dank an Spielzeugkiste apen.de. Ich blende euch, na, der Link ist eh in der Beschreibung, aber ich blende euch sein Logo hier mal noch irgendwo ein. Und zwar habe ich bei ihm bestellt, das habe ich nicht bestellt, aber geil, dass er es dazu gepackt hat.